Herzlich willkommen zu dem Vortrag Unsichtbare Heizkörper und beheizte Duschen. Mein Name ist Martin Feller, bin bei der Firma MFH Systems im Bereich des Produktmanagements für die elektrischen Flächenheizungssysteme verantwortlich und werde Sie durch den heutigen Vortrag begleiten. Ich starte jetzt hier mal meine Bildschirmpräsentation. Ja, unsichtbare Heizkörper und beheizte Duschen. Das Energy Carbon Flächenheizungssystem ist ein Heizfoliensystem, das eben für Decke, Wand und Boden grundsätzlich mal geeignet ist. Weil es eben sehr viele Einbaumöglichkeiten und Einbausituationen gibt, gibt es auch sehr spezielle Heizfolien dafür. Welche dann für was am besten geeignet ist, komme ich dann noch dazu. Wenn wir von elektrischer Flächenheizung reden, denken wir grundsätzlich in drei Anwendungskategorien. Einmal den Bereich des Feuchteschutzes. Hier geht es also nicht darum, Räume zu heizen. Im Feuchteschutz wollen wir Wandoberflächen temperieren, damit man diese Wände trocknen kann und auch trocken halten kann. Ein zweiter Bereich ist der Bereich der Komfortheizung. Ich denke hier klassisch an das Bad, also eine Fußbodentemperierung, eine warme Oberfläche in der Dusche. Und der dritte Bereich, und auch das ist möglich, der Bereich der Vollheizung, also ganze Wohnungen oder auch Häuser mit Energy Carbon zu beheizen. Was haben wir grundsätzlich für Einbauflächen verfügbar? Also wir haben Deckenflächen, Wandflächen und auch Bodenflächen. Alles möglich. Man sieht hier sehr schön, also auch selbst wenn in der Heizfläche, wie in dem Beispiel hier, ein Lappenauslass positioniert sein muss, kann man das tun. Also man kann hier ein Loch einbringen. Der Strom geht um dieses Loch herum. Die Heizfläche bleibt funktionsfähig und wir verwenden grundsätzlich nicht 230 Volt aus der Steckdose für die Versorgung unserer Heizfolien, sondern erzeugen über Netzteile 36 Volt sichere Schutzkleinspannung. Das heißt, auch für die Person, die das Loch da hineinmacht, ist es komplett ungefährlich. Hier auch sehr typisch im Wandbereich, zum Beispiel, wenn man ein Bild aufhängt, ein Dübel setzen oder hier so ein Türstopper im Bodenbereich. Also ein sehr, sehr sicheres System, der sich in alle möglichen Flächen, die mir zur Verfügung stehen, auch einbringen kann und die dann in dem Putzsystem, in der Spachtelmasse, unter dem Bodenbelag auch unsichtbar verschwindet. Kommen wir zu unserer Energy Carbon Heizfolie Fleece. Das ist eine Heizfolie, die für Deckenwand- und Bodeneinbau geeignet ist. Die ist 60 cm breit, gibt es in drei unterschiedlichen Heizleistungen, 60 Watt, 110 und 220 Watt pro Quadratmeter Flächenleistung. Die 220 Watt pro Quadratmeter Flächenleistung ist nicht für den Bodeneinbau geeignet, dort werden die Oberflächentemperaturen zu hoch, also die Heizfolie macht dann in der stärksten Variante bei 20 Grad Raumlufttemperatur ungefähr 40 Grad Oberflächentemperatur. Das ist klassisch eine Folie, die für eine Dusche geeignet wäre, im Wandbereich zum Beispiel. Die Heizfolie ist 0,4 mm dick, hat eben diese weiße textile Oberflächenbeschichtung, damit es einen sehr, sehr guten Haftverbund eben mit handelsüblicher Bauchemie eingeht, also flexiblen Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzsystemen. Es ist immer eine Perforation integriert, also der Kleber, der Klebstoff kann durch das Produkt hindurch, durch die Heizfolie und so sich mit dem Deckbelag sehr, sehr gut verbinden. Also wir bekommen einen sehr, sehr guten Haftverbund dorthin. Wir versorgen das System grundsätzlich mit 36 Volt Schutzkleinspannung. Und wie gesagt, Decken-, Wand- und Bodenbereiche sind hier die möglichen Einbausituationen. Dann haben wir noch unsere Energy Carbon Pad. Das ist eine Heizfolie, die speziell eben für eine schwimmende Verlegung geeignet ist. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, Badbereich, schwimmende Verlegung. Ja, also im Bad, auch im Badbereich kommen immer mehr zum Teil auch diese ja, sehr hochwertigen Vinylböden zum Einsatz, die schwimmend verlegt werden. Also Sie könnten unter so einem Bodenbelag dann diese 0,4 mm dicke Heizfolie schwimmend drunter verlegen und könnten so diese Oberfläche temperieren. Auch diese Heizfolie hat eine Breite von 60 cm und eine Flächenleistung von 115 Watt pro Quadratmeter. Jede Heizfolie ist entsprechend vorkonfektioniert, also hat eine entsprechende Länge. Und hat immer schon Kabelkontakte mit dran, mit 1 Meter Kabellänge. Installation ist natürlich auch im Nassbereich möglich, also hier wirklich im Bereich der bodenebenen Dusche oder auch hier in der Wand. Da stehen uns alle Bereiche offen. Der Einbau erfolgt immer hinter der Fliese
und im Nassbereich dann auch immer unter der Abdichtung. Also wir empfehlen immer unter der Abdichtung einzubauen, weil diese Kabelverbindungen irgendwann durch diese Abdichtung hindurch müssen und das könnte dann so eine potenzielle Leckagestelle werden. Also unter der Abdichtung einbauen, dann ist man an der Stelle auch safe. Welche Möglichkeiten haben wir im Badbereich? Also wir können hier Komfortzonen oder Komfortheizungen einbringen im Bereich der Decke, Wände und im Bodenbereich. Hier mal ein Beispiel, was auch ganz gern gemacht wird. In dem Bereich ist eine Heizfolie installiert als unsichtbarer Handtuchtrockner. Oder auch hier im Bereich der Dusche, im Boden oder im Wandbereich. Warum können wir das so tun? Weil wir eben keine normale Heizfolie haben, wir haben eine spezielle Heizfolie. Das ist ein patentiertes Herstellungsverfahren. Die Folie wird auch in Deutschland produziert. Es hat eine sehr, sehr homogene Struktur. Eben auch keinen laminaren Aufbau, so wie alle anderen Heizfolien am Markt. Wir haben einen leitfähigen Faserverbundwerkstoff, der eben dadurch durch den Aufbau auch sehr, sehr langlebig ist. Wir sind unempfindlich gegen Beschädigungen oder durch das Einbringen von Löchern, wie in diesem Beispiel hier diese Steckdose. Dadurch haben wir natürlich eine volle Flexibilität. Wir können auch jederzeit Einbauten nachrüsten und durch diese Unempfindlichkeit auch eine sehr, sehr hohe Lebensdauer. Durch diesen homogenen Aufbau haben wir auch eine sehr, sehr gute Wärmeverteilung in der Fläche, können sehr, sehr oberflächennah auch einbauen. Dadurch haben wir eine schnelle Reaktionsfähigkeit und eine hohe Energieeffizienz und erzeugen dadurch auch maximalen Komfort. Hier ein Anschlussschema, also aus welchen Systemkomponenten besteht so ein Energy-Carbon-Flächenheizungssystem. Wir haben einmal unsere Heizfolien, die an Decke, Wänden oder im Bodenbereich montiert sein können. Wir haben Kabelverbindungen, die letztendlich bis zu dem Netzteil führen, das dieses System mit 36 Volt Schutzkleinspannung versorgt. Da gibt es unterschiedlichste Ausführungen dieser Netzteile, Aufputz, Unterputzgeräte, unterschiedliche Leistungsstufen. Gegebenenfalls kann hier auch ein Temperaturfühler mit angeschlossen werden. Also wir können nicht nur die Raumlufttemperatur steuern, wir könnten auch die Wandoberflächentemperatur zum Beispiel steuern, was in der Dusche ganz häufig gemacht wird. Und wir haben eine Bedieneinheit, einen Raumtemperaturregler, über den wir dann die entsprechenden Temperaturen vorwählen können und das System auch steuern können. Nochmal kurz zum Thema Abschneiden und Löcher. Also wenn die Heizfolie zu lang sein sollte, kann man die mit der Schere auf der nicht kontaktierten Seite einfach im rechten Winkel abschneiden. Das ist möglich. Und einbauen lassen wir bis zu einer maximalen Lochgröße bis 70 mm auch zu, mit einem gewissen Abstand zwischen den Löchern und maximal 5 Mal je Laufmeter. Wir haben geprüfte Qualität, alles made in Germany. Also wir haben eine CE-Konformitätserklärung für das System. Wir haben zusätzlich eine TÜV-Zertifizierung für das Gesamtsystem und die Einzelkomponenten haben GS-Prüfzeichen. Wir sind natürlich auch in diversen Verbänden und Normungsgremien aktiv und wie gesagt, das Ganze alles made in Germany. Ja, hier mal ein Montagebeispiel. Das war ein Bungalow, der ist im vergangenen Jahr fertiggestellt worden. Das komplette Gebäude wurde elektrisch mit Energy Carbon beheizt, häufigst in der Decke als Deckenheizung. Im Badbereich wurde das Ganze im Boden montiert. Und das sieht man hier sehr schön, wie eben der Fliesenleger in diesem Bodenbereich diese Heizfolie mit flexiblem Fliesenkleber dort einspachtelt. Hier in dem Bereich war die bodenebene Dusche. Also die Heizfolie läuft hier aus dem Bereich, wo das Waschbecken montiert ist, auch in diese bodenebene Dusche hinein. Und das ist das Installationsvideo dazu. Ich starte das jetzt hier mal. Das sind die Systemkomponenten, also einmal die Heizfolien, Kabelverbindungen, das Netzteil, das die 36 Volt Schutzkleinspannung erzeugt und der Raumtemperaturregler. So, jede Heizfolie hat ein Typenschild. Auf dem Typenschild steht drauf, was ist es für eine Heizfolie, was hat die für einen Widerstandswert. Den sollte man am Anfang auch mal gegenprüfen und sich notieren. Dann haben wir ein sogenanntes Fühleranschlusssetz. Also im Bodenbereich muss immer ein Bodenfühler mitmontiert werden. Der wird durch so ein Kunststoffrohr eingezogen. Am Ende des Kunststoffrohrs sitzt eine metallische Hülse, in die der Bodenfühler eingeschoben wird. Und diese metallische Hülse kommt unter die Heizfolie irgendwo in der Heizfläche. Ja, ist natürlich wichtig, dass bevor die Folie aufgespachtelt wird, der Untergrund sauber ist und eben und auch tragfähig.
Der Fliesenleger zieht hier mit der Zahnspachtel den flexiblen Fliesenkleber auf. Bring die Heizfolie dort ein. Die wird jetzt dann auch flächig eingedrückt mit der Kelle. Man sieht hier sehr schön, wie der Fliesenkleber durch diese Perforation hindurchdringt und die Überstände werden gleich in der Fläche weiterverarbeitet. So wird eine Heizfolie nach der anderen in den Bad montiert. Ja, wenn es dann abgetrocknet ist, kommt oben drauf die Abdichtung. Die Kabelanschlüsse werden hergestellt. Also die Heizfolien sind ja mit 1 Meter Kabel vorkontaktiert. Diese Kabel werden dann über so kleine Quetschverbinder weiter verlängert. Es wird hier noch eingeschrumpft, der Quetschverbinder. Und das Kabel wird dann bis, in dem Fall war es der Hausanschlussraum, bis zu dem Netzteil geführt. Das ist das Kabel, das von den Heizfolien kommt. Jetzt wird hier nochmal gegengecheckt, also ein Vergleich Widerstandswert vorher und nachher. Ist dieser Wert annähernd gleich groß? Ist es ein Zeichen dafür, dass die Installation erfolgreich war? Jetzt werden in dem Bereich des Bodens hier diese großformatigen Fliesen aufgebracht. Und zum Schluss muss noch der Raumtemperaturregler angeschlossen werden. Das ist hier die 230 Volt Spannungsversorgung. Das Kabel geht also direkt zu dem Netzteil. Und hier wird der Bodenfühler angeschlossen, der als Temperaturbegrenzer dient. Bedienteil eingeklipst und der Regler wird in Betrieb genommen. Ein weiteres Beispiel, auch das ein Neubau aus dem vergangenen Jahr. Das Gebäude wurde an für sich mit dem wassergeführten Boden- und Decken-Heiz- und Kühlsystem beheizt. Im Badbereich wurden zusätzlich an den Wänden, hier war dann der Handtuchtrockner, der da wandintegriert reingekommen ist. Auf der Rückseite ist eine bodenebene Dusche. Auch dort wurden zwei Wandflächen temperiert. Und auch hierzu haben wir ein ganz kurzes Video. Ich starte es jetzt hier mal. Man sieht ja diese Wandfläche. Es bietet sich immer an, sich vorher mal Gedanken über den Kabelweg zu machen, also wie kommen die Kabel dorthin und auch diese Kabelwege und Schlitze vielleicht schon mal vorzubereiten. Das macht den Nachgang einfach einfacher. Der Fliesenleger bringt jetzt in den Bereich, wo die Heizfolie hinkommt, diesen flexiblen Fliesenkleber auf, einfach mit der Zahnkelle dünn aufgezogen. Dann bringt er die Heizfolie dort ein. Durch diese textile Beschichtung haftet er das auch sehr gut an dem Fliesenkleber. Dann drückt er das flächig dort ein. Man sieht auch da wieder sehr schön, wie der Fliesenkleber durch diese Perforation kommt. Der Überstand wird gleich in der Fläche weiterverarbeitet. Das ist jetzt hier im Zeitraffer dargestellt. In Realität waren es trotzdem aber nur 4 Minuten. Ja, wenn die Heizfolie an der Wand eingebracht ist, müssen noch die Kabelverbindungen hergestellt werden. Auch hier wieder über diese kleinen Quetschverbinder. Die Kabel führen dann bis zum Netzteil und über den Raumtemperaturregler wird dann dieses Netzteil und letztlich die Raumtemperatur gesteuert. Das Ganze würde natürlich auch an der Decke funktionieren. Häufig hat man im Badbereich ja so das Problem, dass eigentlich nicht mehr viel Bodenfläche übrig ist. Und um dann die Heizleistung in den Raum zu bekommen, stehen uns Wände, aber auch natürlich die Decke zur Verfügung. Man sieht es hier recht schön an, das ist eine Gipskartondecke. Da wird mit normaler Dispersionsspachtelmassen diesen Heizfolien dort eingebracht. Also auch eine sehr, sehr einfache Art und Weise, wie ich dort an der Decke Heizflächen integrieren kann. Und zum Schluss noch diese schwimmende Verlegung. Das war hier zwar kein Bad, aber das war eine Küche, aber würde im Bad genauso funktionieren. Wir haben hier diese Drittschaltdämmung. Obendrauf kommt die Heizfolie Energy Carbon Pad. Die wird so punktuell einfach mit dem Tape ein bisschen gesichert.
Und dann wird obendrauf einfach schwimmend dieser Vinylglückboden verlegt. Also auch das sehr, sehr einfach und schnell. Hier mal so ein Planungsbeispiel von dem Bungalow. Auch das war ein Neubau im vergangenen Jahr. Man sieht hier diese gelben Flächen. Das sind Deckenheizungselemente, die da quasi an die Gipskartondecke gespachtelt wurden. Im Badbereich sind wir auf eine Fußbodenheizung gegangen. Man sieht hier diese blauen Flächen, ist die Fußbodenheizung. Und hier in dieser bodenebenen Dusche wurde eine Wandheizung integriert. Also auch die Kombination von Decken, Wand und Bodenheizungen ist natürlich problemlos möglich. Und so sah das Bad dann aus. In dem Bereich hier hinter dieser bedruckten Glasscheibe wurde die Energy Carbon Fleece Heizfolie installiert. Und so hat man eben eine wunderschön temperierte Dusche. Was haben wir noch für Vorteile mit Energy Carbon? Wir haben einen Raumgewinn, wir brauchen also keinen Heizungsraum. Wir haben extrem kurze Bauablaufzeiten. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr schnelle und einfache Installation. Gegebenenfalls kann im Fertighausbau sowas auch im Markt schon vormontiert werden. Wir haben eine sehr, sehr einfache AT-Installation mit einer geringen Komplexität und dadurch auch einer geringen Störanfälligkeit. Wir haben eine hohe Wertschöpfung, also gerade durch den hohen Vormontagegrad möglich. Wir haben eine lange Lebensdauer, keinerlei Verschleiß und auch mittlerweile schon 15 Jahre Anwendungserfahrung. Wir haben ein sehr, sehr sicheres System, also das Thema 36 Volt Schutzkleinspannung, Systemgewährleistung und TÜV-Zertifizierung. Wir können, wenn Sie eine PV-Anlage haben, natürlich auch Ihren eigenen Strom im Gebäude in Ihrer Heizung verbrauchen. Und wir können auch sogenannte Sonderstromtarife der Energieversorger verwenden, also Stromtarife für fest verbaute und steuerbare elektrische Heizungen. Einfach da mal mit Ihrem örtlichen Versorger sprechen. Weitere Argumente sind, wir sind ja nicht nur das Verteilersystem, wir erzeugen die Wärme, wir machen die Wärmeübergabe und wir sind auch der Wärmeerzeuger. Wir sind sehr, sehr universell und flexibel in allen Flächen einsetzbar. Wir sind schnell und leistungsstark, weil wir sehr, sehr oberflächennah montieren können und dadurch auch sehr, sehr gut regelbar und spontan sind. Wir sind eine Bedarfsheizung, ganz klar, wir heizen dann, wenn Heizung gebraucht wird und dadurch sind wir auch sehr, sehr energiesparsam. Wir sind sicher und geprüft. Wir haben 15 Jahre Anwendungserfahrung, eine Gewährleistung und auch eine komplette Systemzertifizierung. Damit bin ich auch am Ende des Vortrags angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie uns erreichen möchten, hier noch unsere Kontaktdaten. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.